In Frankreich haben mit der Bewegung der Gelbwesten die Menschen ihre Stimme erhoben, die schon seit vielen Jahren von der Politik nicht mehr gehört werden. Sie gehen auf die Straße gegen einen Präsidenten der Reichen und haben ihm immerhin erste Zugeständnisse abgetrotzt. Ich finde, solchen Druck brauchen wir auch in Deutschland. Auch Deutschland hat eine Regierung der Reichen. Man sieht es ja beispielsweise am Umgang mit dem Dieselskandal. Die Autokonzerne machen weiter Profite und die Dieselfahrer, vor allem die Ärmeren, die ältere Wagen haben, müssen die Zeche bezahlen, können in viele Innenstädte nicht mehr fahren. Und so geht es bei vielen Themen, ob Steuerpolitik, ob Rente, ob Löhne. Immer wird Politik für wohlhabende Klientels, für große Unternehmen gemacht. Dagegen muss es auch in Deutschland mehr Widerstand geben. Wir brauchen auch hier viele Menschen, die bereit sind, auf die Straße zu gehen. Das will Aufstehen erreichen. Und das machen wir im nächsten Jahr. Lasst uns gemeinsam Druck machen gegen eine Regierung der Reichen, gegen eine Politik der Reichen, dafür, dass unser Land sozial gerecht gestaltet wird.